Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir setzen die unterbrochene Sitzung fort. Es ist 14.30 Uhr, wie vereinbart. Also rufen wir jetzt auf den Tagesordnungspunkt 43, den Antrag der Fraktion der FDP betreffend ÖPNV innovativ gestalten, Digitalisierung und WLAN vorantreiben. Zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 64, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Weichen für den ÖPNV in Hessen in Richtung Zukunft gestellt. Das sind die Drucksachen 6077 und 6108 der 19. Wahlperiode. Zu Wort gemeldet hat sich zunächst der Kollege Lenders. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Handelsblatt schreibt das WLAN-Desaster im Nahverkehr. Auch im Jahre 2020 nur 10% der Züge mit WLAN zu befahren. Ich habe jetzt hier im Vorfeld schon einiges gehört nach dem Motto, ist das denn wirklich ein Thema in Hessen? Ist das denn grundsätzlich ein Thema? Na ja, in Hessen nicht so sehr, aber die Länder wie in Schleswig-Holstein oder Rheinland-Pfalz, die Hamburger machen es bereits, und auch die Bayern sind mittlerweile ganz weit vorne. Für die ist das deutlich ein größeres Thema scheinbar als für uns. Und dass das alles bis auf Hamburg Flächenländer sind, ist sicherlich kein Zufall, weil WLAN im öffentlichen Personal, im ÖPNV, ist natürlich vor allen Dingen für die Nutzer interessant, die sehr lange im Zug sitzen. Meine Damen und Herren, auch der Bundesverkehrsminister Dobrindt hat sich schon dazu geäußert. Und auch Dobrindt sagte, wir brauchen flächendeckend im ÖPNV WLAN. Hört mir auch einer zu? Entschuldigung, vielleicht kann man mal gucken, wer hier hinter der Balustrade so einen Krach macht. Bitte mal etwas Gespräche draußen zu führen oder sinnvollerweise noch sich auf die Plätze zu setzen und zuzuhören. Meine Damen und Herren, zwar hat die Deutsche Bahn sich bereit erklärt, in ihre Fahrzeuge WLAN aufzunehmen und umzurüsten, sieht aber dabei die Verkehrsverbünde in der Pflicht, die dann am Ende ja da zahlen sollen. Meine Damen und Herren, Rheinland-Pfalz schätzt die Kosten auf jährlich etwa 10 Millionen Euro für die Umrüstung. Man muss sicherlich sagen, es ist nicht so sehr das Problem bei den neu anzuschaffenden Fahrzeugen im ÖPNV, aber vor allen Dingen für die Fahrzeuge, die schon länger im Bestand sind. Da gilt es dann vor allen Dingen, den Verbünden bei der Seite zu stehen und ihnen ausreichend Geld mitzugeben, um die Infrastruktur für WLAN im ÖPNV zu schaffen. Wir haben ja diese Woche schon das Mobilitätsfördergesetz angesprochen. Es gehört quasi damit rein. Das müsste man dann als weiteren Förderschwerpunkt dort mit aufnehmen. Aber, meine Damen und Herren, das ist nicht nur eine Frage des Finanziellen, was das Land an monetären Mitteln zur Verfügung stellen muss, sondern es geht auch darum, das Netzwerk von Funkzellen aufzubauen. Funkzellen, da kann das Land sehr viel dazu beitragen, hier quasi für die Infrastruktur bereitzustellen. Alles das, was landeseigene Infrastruktur ist, da gehören öffentliche Gebäude, da gehören die Schulen dann dazu, die dann auch eben zu Funkzellen werden zu lassen, um den ÖPNV flächendeckend dann mit WLAN möglich zu machen. Meine Damen und Herren, ich habe es schon gesagt, es ist vor allen Dingen eine Frage für den ländlichen Raum. Und es ist für den ländlichen Raum dann eben auch wichtig, dass alle drei großen Mobilfunkanbieter dort hineingenommen werden. Multi-Provider-Systeme brauchen wir am Ende dann dafür, dass es wirklich dann gelingen kann, auch flächendeckend oder in die ländliche Region hineinzugehen. Das wäre eine Aufgabe für die Landesregierung, diese drei Provider zusammenzubinden, um eine Lösung für Hessen zu finden. Was kann man denn mit einem WLAN im Bus, in der Straßenbahn so alles? Es kann vor allen Dingen natürlich der Nutzer, der Fahrgast, damit ins Internet gehen. Er kann Entertainment-Systeme nutzen. Er kann aber auch Netzwerke, Wissenschaftsnetzwerke nutzen,
Es sind viele Pendler, von denen wir reden. Wir reden immer von einem Stau um Frankfurt herum, hinein und hinaus. Aber es sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort dann schon arbeiten würden, wenn sie denn in ihre entsprechenden Fachforen kämen. Meine Damen und Herren, es kann aber auch der Anbieter, der ÖPNV-Anbieter WLAN nutzen, nämlich für Fahrgastinformationssysteme. Also, wo finde ich den nächsten Anschluss? Wo ist ein Zug ausgefallen? Wo finde ich, wenn wir immer über die Vernetzung von verschiedenen Verkehrsträgern sprechen, dann macht es eben auch Sinn, Informationen darüber zu erhalten, wo ich Umsteigemöglichkeiten habe und dort sofort als ÖPNV-Träger, als Verbund mit seinem Fahrgast kommunizieren zu können. Dazu brauchen wir WLAN. Wir brauchen aber auch Videoüberwachung. Man sollte das nicht unterschätzen. Die Frage, ob ich Vandalismus in den Fahrzeugen drin habe, hat in der Vergangenheit große Probleme mitgemacht. Videoüberwachung dort möglich zu machen im fahrenden Fahrzeug, dazu braucht es die gleiche Struktur wie für den WLAN-Nutzer, der ins Internet will. Und meine Damen und Herren, nicht zuletzt kann auch der RMV Fahrgastzählungen vornehmen. Er bekommt also einen viel besseren Überblick darüber, was er denn tatsächlich an Fahrgästen wann und wohin transportiert. Und meine Damen und Herren, Sie können dann auch mit dieser Fahrgastzählung viel besser eine echte Leistung abfragen, also die Entgelte tatsächlich an der gefahrenen Leistung des Fahrgastes festmachen, und Sie kämen zu einem deutlich gerechteren Gebührensystem, als wir das bisher kennen. Die Verwerfung, es gibt schon Modellversuche beim RMV, aber das wäre damit deutlich einfacher. Und fragt man die Nutzer, die sagen, dass rund 63% WLAN nutzen würden und die dazu auch einen Preis bezahlen würden. Hier redet kein Mensch davon, das alles kostenlos anbieten zu müssen. Meine Damen und Herren, das sind bereits jetzt schon 30% der Nutzer, die beim Zugfahren WLAN nutzen. Also, meine Damen und Herren, es gibt also deutlich gute Gründe, um hier voranzugehen. Als Gegenargumente, und ich will das jetzt Gegenantrag, der jetzt von den regierungstragenden Fraktionen gekommen ist, gar nicht so stark auseinandernehmen. Aber da geht es dann vor allen Dingen darum, nach dem Motto, das ist nicht unser Thema, das ist das Thema der Verbünde. Ich glaube, es ist durchaus, wenn sich die anderen Länder, vor allen Dingen Bayern ganz voran, damit beschäftigen, dann zeigt es vor allen Dingen auch eins, dass wir schneller vorankommen müssen. Einer der Gegenargumente ist immer, das basiert auf einer LTE-Technik. Wir brauchen, wissen wir, was in 5 Jahren an Technologie überhaupt zur Verfügung steht. Meine Damen und Herren, also wenn wir einen WLAN durchgängig im Nahverkehr erst im Jahre 2030 haben, dann ist es sicherlich deutlich zu spät. Deswegen brauchen wir das Land Hessen als Partner für solch eine Idee, um Digitalisierung nutzbar zu machen und auch den ÖPNV am Ende sehr attraktiv zu machen, auch für das Umsteigen auf den ÖPNV. Und, meine Damen und Herren, es ist auch in Hessen ein Thema. Frankfurt und Kassel haben das geprüft. Frankfurt und Kassel haben das von sich aus bisher abgelehnt, weil Frankfurt und Kassel sagen, innerhalb der Stadt seien die Strecken zu kurz und die Kosten zu hoch. Meine Damen und Herren, ja, das stimmt. Es ist auch eher eine Frage für lange Strecken, also für diejenigen an Nutzern, die auch längere Zeit im Zug sitzen. Und ich glaube, da ist es dann ein falsches Bild zu sagen, für die Kurzfahrt macht es natürlich keinen Sinn. Wir müssen hier tatsächlich auf die langen Strecken setzen. Und da würde ich das ähnlich wie Bayern machen, dass wir hier eine Digitalisierungsoffensive als Land Hessen im öffentlichen Personennahverkehr starten und mit einem Pilotprojekt tatsächlich dann mal vorangehen, die finanziellen Mittel den Verbünden zur Verfügung zu stellen, um in die Infrastruktur investieren zu können und, meine Damen und Herren, auch die Infrastruktur, die das Land selber hat, nutzen zu können für die Funkzellen. Meine Damen und Herren, in Bayern war das übrigens auch
einmal eine Idee der Freien Demokraten. Es waren Liberale, die als erstes diese Anträge gestellt haben. Ich bin froh, dass die Bayerische Landesregierung so viel Einsehen hat und sagt, jawohl, es ist eine Aufgabe des Landes, da können wir die Verbünde nicht mit alleine lassen. Und ich würde mir wünschen, in Hessen wäre das Gleiche der Fall. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Als nächstes hat sich zu Wort gemeldet Frau Kollegin Karin Müller, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin ja schon erstaunt, was die FDP unter innovativen ÖPNV versteht, WLAN und Videoüberwachung, aber viel mehr ist ihnen anscheinend auch nicht eingefallen. Und auch bin ich überrascht, was Sie jetzt alles so fordern. Das Land muss mehr Geld geben und, und. Ich erinnere mich an die letzte Legislaturperiode, wo es einen FDP-Verkehrsminister gab, wo man meinte, eben 20 Millionen € kürzen zu können bei den Nahverkehrsverbünden. Da haben Sie nicht lange mit der Wimper gezuckt. Da war nichts von Innovation, und die Verbünde brauchen Geld. Also, da erinnere ich mich noch ganz gut dran. Und in der Tat ist es so, dass der Hessische Weg vorschreibt, die Verbünde kriegen das Geld. Das haben wir aufgestockt, haben wir auch schon mehrfach erörtert hier. Und dass damit dann das beste Angebot gemacht wird. Und sukzessive wird WLAN ausgeschrieben. Und der Hessische Weg zeigt auch, dass wir die modernsten Fahrzeuge haben. Auch das sieht man, dass bei der Ausschreibung die Fahrzeuge maximal 6 bis 8 Jahre alt sein dürfen. Und wir bei den Flächenländern mit an erster oder zweiter Stelle sogar stehen, was die modernsten Fahrzeuge anbetrifft. Ich finde, das ist Innovation, und das ist ein guter ÖPNV. Und dann haben Sie hier ja auch mehrfach betont, dass es auf lange Strecken erforderlich ist. Nahverkehr, das Wort sagt es schon, man ist nicht so lange unterwegs, sondern man ist auf nahen Strecken unterwegs. Klar braucht man da auch das WLAN, aber viel wichtiger ist es ja im Fernverkehr. Und da ist das Land jetzt leider nicht zuständig, oder auch Gott sei Dank. Aber es stimmt, wir stehen vor großen Herausforderungen. Das bedeutet aber nicht nur WLAN und Videoüberwachung, sondern wir brauchen einen guten ÖPNV mit einer guten Vertaktung und einer Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln und natürlich auch mit dem WLAN-Angebot. Aber das geht die Landesregierung auch durch das Dringen bei den Verkehrsverbünden Stück für Stück voran. Das brauchen wir alles, damit der Verkehr einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, damit der Stau auf den Straßen weniger wird und auch die Klimaschutzziele erreicht werden und es keine Fahrverbote geben muss. Für ein gutes Angebot und einen bezahlbaren ÖPNV wird Hessen auch in Zukunft alles tun. Und dass in letzter Zeit viel getan wird, das kann auch die FDP nicht bestreiten, jedenfalls mehr als unter ihrer Mitregierung. Wir sind Vorbild für die anderen Länder. Auch das wurde mehrfach gesagt. Aber damit es bei Ihnen auch noch einmal ankommt, wiederhole ich das. Das Schülerticket ist Vorbild für alle anderen Länder. Es gab eine Veranstaltung in Berlin. Hessen leuchtet in Berlin. Alle anderen Länder waren total begeistert und versuchen, das Angebot jetzt nachzuahmen. Seit Januar 2018 sind bereits 350.000 Tickets ausgegeben worden. Und gerade in der Region Nordhessen, in der das Angebot nicht so optimal ausgebaut ist, sind die Verkaufszahlen mehr als sehr gut. Und wenn ich gerade bei Nordhessen bin, in einer der letzten Plenardebatten hat Thorsten Schäfer-Gümbel hier gesagt, dass im Rhein-Main-Gebiet die S-Bahnen sogar nachts fahren und in Nordhessen sich überhaupt nichts bewegt. Das hat die Nordhessen sehr traurig gemacht, weil es nämlich nicht so ist, und würde natürlich auch die eigenen Landräte diskreditieren, weil im NVV sitzen fast zu 100% nordhessische SPD-Landräte. Und dann würde ich mich dann schon fragen, wo war denn das Engagement der Landräte im NVV, wenn sie das Angebot so schlecht finden? Aber das Angebot ist nicht schlecht. Das Ziel ist ein Stundentarif, und der NVV ist auch durchaus innovativ. Demnächst sollen die Dauerkunden E-Bikes zur Verfügung gestellt bekommen, um die letzte Meile zur Regiotram zu überbrücken. Auch das Landesticket wurde hier schon mehrfach gelobt. Und selbst Verdi, die ja immer gesagt haben, der Entgeltbestandteil soll nicht umgewandelt werden, haben ihre Meinung jetzt geändert, weil die Beschäftigten begeistert von dem Ticket sind. Und vielleicht haben wir ja bald auf Bundesebene überall so ein hessisches Landesticket. Das hilft den Beschäftigten und der Umwelt und auch den Autofahrern. Aber Hessen investiert nicht nur in die Tickets, sondern auch in die Infrastruktur.
In den nächsten zwei Jahrzehnten werden 12 Milliarden € investiert. Zusätzlich kommen zu den Maßnahmen auf kommunaler Ebene die Investitionen, die wir ja gestern besprochen haben. 100 Millionen € werden dem Mobilitätsfördergesetz zur Verfügung gestellt. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Also, das mit der Innovation läuft, ich denke, das können Sie nicht bestreiten. Und demnächst wird der Minister noch die Strategie Mobiles Hessen 2035 vorstellen. In der Großen Anfrage konnten Sie auch schon etwas dazu lesen. Sie sehen, die Landesregierung reagiert. Die Landesregierung regiert auf sich das verändernde Verkehrsverhalten, hat alle Verkehrsträger im Blick, die Verknüpfung aller Verkehrsträger und Maßnahmen miteinander. Und da gehört WLAN auch dazu. Aber es ist nicht alles. Ich zum Beispiel nutze mein Handy. Das funktioniert auch, mit dem Handynetz zu gucken, welcher Bahn fährt wann von wo. Also, mit den Maßnahmen der Landesregierung werden die Weichen für eine Mobilität der Zukunft gestellt, die sowohl den Mensch als auch die Umwelt im Blick hat und ein gutes Angebot für alle gewährleistet. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. Als Nächstes hat das Wort Herr Kollege Eckert für die SPD-Fraktion. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Digitalisierung verändert Leben und Arbeit grundlegend. Digitalisierung hilft, Mobilität zu verändern, Mobilität zu vernetzen, intelligente Mobilität attraktiver zu gestalten. Deswegen ist es durchaus richtig und wichtig, dass wir uns diesem Thema auch hier im Plenum widmen. Denn die Frage von Mobilität von morgen, dazu bedarf es Digitalisierung und digitale Antworten. Denn ohne wird Mobilität von morgen sicherlich so nicht funktionieren, wie wir es uns alle vorstellen, meine Damen und Herren. Aber dann schauen wir uns neben dem, was jetzt auch wieder Kollegin Müller gesagt hat, was nicht alles getan wird und wie großartig diese Landesregierung auch wirklich viel arbeitet. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich der Kollegin Müller recht gebe. Ich habe nur gesagt, dass sie es behauptet hat. Von daher, Herr Minister, können Sie das ja nachher darstellen. Aber ich will das noch einmal darauf eingehen. Die Frage, das, was wir im ÖPNV ausgeben, wo Sie auch sagen, das sind ÖPNV-Mittel des Landes, originäre Landesmittel, die geben wir, und das habe ich Ihnen heute Morgen auch schon einmal gesagt, die geben wir dafür aus, damit wir den Status quo halten, dass es keine Abbestellung geben musste. All diese Fragen und ganz nebenbei sollen die Verkehrsverbünde die Themen von Digitalisierung und Co. noch mitbearbeiten. Meine Damen und Herren, ich glaube, wirklich vorangehen und attraktiv dieses Thema zu gestalten und voranzugehen, da braucht es wirklich, und da hat die FDP recht, andere und neue Antworten, und die wir auch konsequent umsetzen müssen. Das ist mit ein bisschen den Überschriften, die wir derzeit haben, viel zu wenig, meine Damen und Herren. Und bei vielen Überschriften wenig in die Tiefe gehend, dann bin ich bei einem meiner Lieblingsthemen, dann bin ich bei der sogenannten Strategie Digitales Hessen, die ja, das erwähne ich auch gerne hier immer wieder, ja keine Strategie ist, sondern ein Sammelsurium ganz vieler unzähliger Maßnahmen, die alle irgendwas mit Digitalisierung zu tun haben, die aber weiterhin keinerlei Koordination unterliegen. Ganz viele Themenfelder, ich erinnere an die Debatte seinerzeit auch hier im Hessischen Landtag, die überhaupt dort nicht besprochen worden sind. Und wenn ich mir dann 110 Seiten diese Strategie anschaue, die habe ich Ihnen jetzt nicht ausgedruckt, wie heute Morgen eine Kollegin, glaube ich, hier, sondern das können Sie sich ja online nachlesen. Wenn Sie von den 110 Seiten dann nachher ganze 5 für den Mobilitätsbereich verwenden, und dann ziehe ich mal die Bilder und Überschriften und alles ab, dann wird diese 5 Seiten auch noch ganz schnell geschmälert, dann bin ich bei großen Überschriften wie vernetztes und automatisiertes Fahren fördern. Punkt. Dann erinnere ich an unsere Debatte, als wir die Große Anfrage gestellt haben, rund um das Thema autonomes, teilautomatisiertes Fahren. Was macht die Landesregierung und was wir da an Antworten hatten, waren ja viele Themen wie Bereiche wie Infrastruktur zu organisieren für autonomes Fahren, für Teststrecken auf Landesstraßen. Das war nicht so wirklich dolle, was wir da als Antworten bekommen haben, meine Damen und Herren. Und viele andere Überschriften, die sich sozusagen in diesem Themenfeld verstecken. Eine der meiner Lieblingsüberschriften ist, dass in der sogenannten Strategie steckt, dass sie eine Strategie entwickeln wollen, hier in dem Fall konkret für Mobilitätsdaten. Also Ihre Strategie ist es, dass Sie weitere Strategien entwickeln. Meine Damen und Herren, ich glaube, da wäre es in der Tat wichtig, konkret zu werden, ins Detail zu gehen, wirklich Beispiele zu zeigen. Und das, meine Damen und Herren, auch der FDP, das ist ja heute nicht die erste Debatte, wo wir über langfristige Ziele und Vorstellungen im öffentlichen Personennahverkehr reden.
Das ist das Thema Digitalisierung. Heute Morgen war es die Preisgestaltung. Deswegen ist das richtig. Aber ehrlicherweise würde ich mir mal solche Initiativen auch von Seiten der Landesregierung wünschen, dass wir da wirklich vorangehen und sagen, in welche Richtung wollen wir uns eigentlich bewegen, meine Damen und Herren. Denn wie ist denn eigentlich die Realität in Hessen? Fahren Sie doch einmal durch unser wunderschönes Bundesland und versuchen Sie, nicht die großen Datenmengen zu transferieren, sondern versuchen Sie einfach schon einmal beim Telefon, versuchen Sie einmal durch Hessen zu fahren und durchgängig zu telefonieren, versuchen Sie, das alles entsprechend zu arbeiten, das, was ein großer Vorteil ja ist, damit ich umsteige. Das ist ja eine der großen Themen dabei. Ja, kann ich aber nicht entsprechend dabei meine persönlichen Daten sozusagen mit Laptop bearbeiten, kann ich auch nicht, weil am Ende des Tages das quer durch Hessen nicht funktioniert, weil das Rückgrat dafür fehlt, weil Sie die Infrastruktur brauchen, um dieses zu organisieren, um die Datenmengen zu transferieren. Und alles, was mit Funk und Ähnlichem zu tun hat, braucht am Ende des Tages ganz klassisch, ganz hart Glasfaser dahintergelegt, damit Sie die Funkzellen anbinden können, damit Sie all diese Themen organisieren können. Deswegen, ich wiederhole es auch an dieser Stelle und bei diesem Thema liebend gerne noch einmal. Wir brauchen für Hessen eine wirkliche, tatsächliche Glasfaserstrategie, um wirklich die Themen von Digitalisierung für alle in Hessen auch zu ermöglichen. Das ist Rückgrat dieser gesamten Infrastruktur. Und ohne das werden wir wirklich nicht vorankommen. Und das ist einer der Dreh- und Angelpunkte auch beim Thema Digitalisierung im ÖPNV, in der Mobilität insgesamt, meine Damen und Herren. Und das ist ein kleines Stück weit das, was mir vielleicht auch in Ihrem Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, fehlt. Weil im Zweifelsfall hänge ich dann im WLAN-Router des Busses. Aber wenn der nachher keine Funkzellen hat oder sonst wie irgendwo sich einhängen kann, weil er ansonsten entsprechend. Ja, aber deswegen glaube ich, dass das wichtig ist. Deswegen genau diese Infrastruktur, die ich dazu machen muss. Weil das eine zu tun und das andere zu lassen würde nicht funktionieren. Es muss zusammengedacht werden, meine Damen und Herren. Deswegen glaube ich, dass es richtig ist, so etwas anzusprechen. Ich bin jetzt nicht beim Kollegen Söder in Bayern, der dann gesagt hat, bis 2050 will ich das alles organisieren. Ja, das ist wirklich Innovation made in Bayern. Da hoffe ich wirklich, dass selbst diese Landesregierung, von der ich hier relativ nicht so viel erwarte, dass sie selbst da anspruchsvoller ist und da wirklich sich mehr zutraut, um da voranzugehen, meine Damen und Herren. Am Ende des Tages zeigt sich nämlich bei solchen Themen aber, dass es hilft, diese Themen hier zu diskutieren, anzusprechen. Mein Lieblingsbeispiel sind dabei die WLAN-Hotspots. Unseren Antrag mit Anhörung im Wirtschaftsausschuss, all die Debatten, wir konnten uns leider nachher auf keinen gemeinsamen Antrag, was denn die Schlussfolgerungen darunter sind, einigen. Aber das, worüber wir uns am meisten eigentlich gestritten haben, was muss das Land tun, um WLAN-Hotspots zu fördern, wirklich auch finanziell voranzubringen, das wurde seinerzeit von Schwarz-Grün abgelehnt. Das war da nicht gewollt. In der Zwischenzeit passiert da Gott sei Dank etwas. Also deswegen ist es richtig, solche Themen anzusprechen, die Frage von Digitalisierung und Mobilität hier anzusprechen und mit Beispielen zu versehen. In der Tat, sie sind Beispiele dafür, wie ich Mobilität und Digitalisierung zusammenbringen kann. Aber Sie haben ein zweites, für mich mindestens genauso bedeutendes Thema, eher bedeutender sogar noch, angesprochen in dem Bereich Digitalisierung. Das ist die Frage Vernetzung durch Digitalisierung. Wir sind uns schnell einig, glaube ich, hier in diesem Haus, dass das eines der großen Themen ist, mit denen wir uns beschäftigen müssen, die Verbindung unterschiedlicher Mobilitätsarten vom Fußgänger, den Radfahrer, dem motorisierten Individualverkehr und dem öffentlichen Personennahverkehr, das so zu vernetzen, damit ich den individuellen Bedürfnissen größtmögliche Rechnung tragen kann und diese Bedürfnisse befriedigen kann. Aber auch da fallen doch die Sonntagsreden in Hessen weit auseinander von dem, wie die Realität in Hessen aussieht. Schauen wir in den Odenwaldkreis. Schauen wir, was dort vor Ort ganz aktiv vorangetrieben und selbstständig organisiert wird. Da bin ich bei so Projekten wie Odenwald Mobil, die genau diesen Ansatz mit Hilfe von Digitalisierung, Vernetzung hinzubekommen, vorantreiben, eigene Ideen und eigene Lösungen anbieten. Aber reden Sie einmal mit denen. Die sagen nicht, wunderbar, das können wir umsetzen, weil wir diese tolle Landesregierung haben. Die sagen, wenn wir uns von einer Seite vor allem alleine gelassen gefühlt haben, dann ist das gerade in diesem Bereich. Wir gehen voran für Mobilität im ländlichen Raum. Dafür brauchen wir die Digitalisierung, und dafür brauchen wir die Unterstützung des Landes. Aber die bleibt im Moment bei den Überschriften stehen. Und deswegen, glaube ich, werden wir der Sache nicht gerecht, meine Damen und Herren. Ein abschließendes Thema, was auch Sie in Ihrem Antrag der FDP
mit den Lobeshymnen der Koalitionsfraktionen in Ihrem kurzfristig eingereichten Antrag beschäftige ich mich gar nicht erst einmal weiter, weil dass Sie die Landesregierung toll finden, das wissen wir langsam. Von daher sprechen Sie es aber zu Recht an. Die Themen, das sprechen Sie für sich zu Recht an, für uns nicht, keine Sorge. Da bleiben wir bei Meinungsverschiedenheiten. Sprechen Sie aber zu Recht an, liebe FDP, in Ihrem Antrag die Frage von technischer Innovation. Wie fördern wir das Thema Start-up-Förderung und alle anderen Themen mehr? Da sind Sie ja im Übrigen einer Meinung, auch mit eigentlich der Strategie des Landes Hessen, die auf Seite 86 in Ihrer Broschüre Digitales Hessen genau das als Überschrift beschreiben. Aber, und das, meine Damen und Herren, ist eigentlich das Augenfälligste, in Ihrem Antrag als FDP sind Sie schon detaillierter und genauer, als dass die eigentlich großgerühmte Strategie des Landes sich darstellt. Von daher würde ich mir eigentlich diese Detailantworten, dieses Arbeiten an verschiedenen Punkten ehrlicherweise von Ihnen wünschen. Es bleibt dabei, für die Digitalisierung brauchen wir Infrastruktur, wir brauchen sie sicher, wir brauchen sie verlässlich, wir müssen innovativ sein, um sie zu gestalten. Und dafür braucht es auch, um Mobilität digital im ländlichen Raum zu organisieren, die Unterstützung des Landes. Alles das sind Herausforderungen für Mobilität von morgen in einem Hessen von morgen. Und dafür brauchen wir digitale Lösungen. Dafür hätten wir gerne Antworten der Landesregierung. Wir diskutieren aber auch gerne nach wie vor die Anträge der Opposition zu vielen diesen Themen, damit wir sie vielleicht irgendwann einmal zu Taten tragen können. Insoweit herzliches Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Eckert. Als nächstes hat sich zu Wort gemeldet Kollege Kasper, Fraktion der Christlich-Demokratischen Union. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir beschäftigen uns mit zwei für Hessen wichtigen Themen. Das eine ist das Thema ÖPNV, das zweite ist das Thema Digitalität. Und die Verbindung von beiden ist natürlich eine besondere Herausforderung und eine interessante Aufgabe. Wir sind in Hessen in beiden Feldern auf einem guten Weg. Wir kommen gut voran. Aber es ist eben ein extrem innovativer Bereich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht dazu übergehen, dass wir sagen, es muss sozusagen im Sinne einer Planwirtschaft von oben alles festgelegt werden, wie es gemacht wird. In dem Zusammenhang war es ja auch sehr interessant, dass der Kollege Eckert ja hier gerade in seiner Rede darauf hingewiesen hat, dass zum Beispiel im Odenwaldkreis manche Dinge sich sehr positiv entwickelt haben. Und genau das ist ja auch unser Ansatz, dass wir sagen, gerade bei den modernen, innovativen Techniken, Entwicklungen wollen wir Vielfalt, so wie wir auf Bundesebene Kreativität sehen durch Föderalismus. So gilt es eben auch im Kleinen. Dort, wo bestimmte Kreise gute Modelle haben, können sie vorangehen, sollen sie vorangehen und sollen Vorbilder dann auch für andere sein. Nur so entsteht Weiterentwicklung und Innovation. Herr Eckert, ich muss allerdings sagen, wenn Sie kritisieren, dass hier von Regierungsseite und den Regierungsfraktionen zu wenig käme und Sie gleichzeitig uns erklären, den Antrag, den wir eingegeben haben, den würden Sie gar nicht lesen oder sich mit dem gar nicht beschäftigen. Okay, Sie setzen sich mit den Inhalten da auseinander. Habe ich das richtig verstanden? Wie auch immer, jedenfalls, wenn Sie sich mit dem Antrag auseinandergesetzt hätten, dann hätten Sie ja schon sehen können, dass es eben nicht so ist, dass wir den ÖPNV so finanzieren, dass es gerade einmal so geht, sondern dass z. B. in dem Finanzierungspaket für die Jahre 2017 bis 2021 wir 4 Milliarden € bereitstellen für den ÖPNV. Und das sind immerhin 24% mehr als in der Periode vorher. Und mit diesen 24% mehr kann natürlich einiges auch an Kreativität und an Innovation gemacht werden, gerade im Bereich digitale Ausstattung. Und wenn Sie mit den Verkehrsverbünden sprechen würden, dann würden Sie von denen ja auch erfahren können, dass beispielsweise vorgesehen ist, dass die Stationen, die Automaten an den Stationen
mit WLAN ausgestattet werden und dort z. B. die Wartezeit der Fahrgäste genutzt werden kann, um dann kostenlos auf WLAN zugreifen zu können. Das ist, glaube ich, schon ein Fortschritt und ein wichtiges Element für die Entwicklung, die wir in dem Bereich brauchen. Meine Damen und Herren, wir haben aber auch viele andere Dinge, die mit dazu beitragen, dass ÖPNV digitaler wird. Ich nenne daran, dass wir mit der Einführung des Schülertickets zugleich die Grundlage gelegt haben, dass dort jetzt in Form von elektronischen Ticketverfahren gearbeitet werden kann. Es gibt dort mittlerweile ein Pilotprojekt, an dem 30.000 teilnehmen, die eben über eine Chipkarte abgerechnet werden hinsichtlich der Fahrleistungen und wo wir eben beobachten, welche Fahrten finden auch statt. Also wir haben genau diese Dinge auf den Weg gebracht. Aber es ist natürlich immer sinnvoll, gerade in den Bereichen, wo sich die Technik sehr schnell verändert, wo die Innovation gefragt ist, parallel verschiedene Versuche laufen zu lassen, nicht nur eben regional, wie erwähnt, sondern auch von der Technik her, von den Angeboten, die die Verbünde hier machen. Die Verbünde sind hier wirklich sehr engagiert und gut unterwegs. Wir sind froh, dass wir sie haben, und deswegen haben wir sie auch finanziell so gut ausgestattet. Meine Damen und Herren, aber auch muss darauf verwiesen werden, dass das uns auch noch lange nicht reicht, was dort bisher gemacht wird. Deswegen versuchen wir an verschiedenen Stellen, das auch weiter zu befördern, darüber hinaus auszubauen. Es ist erwähnt worden, dass wir daran sind im Glasfaserbereich. Und hier sind wir dankbar, dass der Bundeskoalitionsvertrag ja gerade in der Hinsicht sehr viel vorsieht, dass auch der Bund sich dort engagieren wird, auch finanziell dort engagieren wird, um das digitale Netz in Deutschland weiter auszubauen, weil das ja auch die Grundlage dann gerade im Bereich von Verkehrsdienstleistungen und Verkehrsangeboten ist, und zwar nicht nur im Bereich des ÖPNV, sondern auch für den Individualverkehr. Denken Sie nur an die Informationen, um Stauumfahrungen sicherzustellen, um sofort Unfälle melden zu können, damit nachfolgende Fahrzeuge nicht in den Unfall hineinfahren. Man sieht daran, da geht es eben nicht nur um Technik, da geht es in der Auswirkung dann konkret um Menschenleben, die erhalten werden können, indem vermieden wird, dass bestimmte Unfälle stattfinden. Auch dafür ist eine digitale Infrastruktur, ein digitales Netz sinnvoll und notwendig. Und auch in der Hinsicht engagiert sich insbesondere unser Wirtschafts- und Verkehrsministerium im beachtlichen Maße, wofür ich Ihnen auch mal von dieser Stelle ausdrücklich danken will, Herr Al-Wazir, Herr Samsung und weiteren Mitarbeitern aus dem Haus, die hier wirklich sich sehr engagiert einbringen und einen Beitrag dazu leisten, dass auch an dieser Stelle Hessen innerhalb Deutschlands eine führende Rolle einnimmt. Meine Damen und Herren, wir sind, wie Sie sehen, auf dem guten Weg. Es ist noch nicht alles getan. Deswegen gibt es ja auch einen Grund, dass die Menschen uns im Oktober wieder wählen, weil weiter viel zu tun bleibt. Das werden wir machen. Und es wäre gut, wenn Sie uns dabei unterstützen würden. Vielen Dank. Danke sehr, Herr Caspar. Für die LINKEN hat sich Frau Wissler zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Caspar, Sie haben einmal wieder davon gesprochen, dass man auf einem guten Weg sei. Ich will schon einmal feststellen, dass ja Deutschland insgesamt, das muss man ja einfach mal so sagen, bei der Digitalisierung wirklich ein Entwicklungsland ist. Also viele Dinge, die in anderen Ländern vollkommen selbstverständlich sind, so etwas wie eben WLAN im Bus, ist in Deutschland einfach nicht Standard.
und auch in anderen Bereichen, was den Breitbandausbau angeht, gerade im Bereich des ländlichen Raums, aber auch die Frage der Digitalisierung an der Schule, da haben wir doch einen ganz erheblichen Nachholbedarf. Und das wird nicht davon besser, dass man die Probleme einfach wegredet, sondern man muss sie eben angehen. Und dafür braucht es eben auch Investitionen, meine Damen und Herren. Wir reden heute über die Frage Digitalisierung im ÖPNV. Und der Antrag der FDP nennt ja verschiedene Punkte dazu. Als erstes das kostenlose WLAN an Haltestellen und in Verkehrsmitteln. Das ist oft das Erste, was einem zum Digitalisierung und ÖPNV einfällt. Wie gesagt, in vielen Ländern schon lange eine Selbstverständlichkeit. Gerade für mittellange und lange Strecken und für Touristen ist das in der Tat ein relevantes Komfortmerkmal. WLAN-Angebote sind nach dem heutigen Stand der Technik an U-Bahn-Stationen, an Haltestellen und Bahnhöfen oder in Bussen problemlos einsetzbar. Und mit Abstrichen auch in Zügen, wo es etwas komplexer ist. Eigentlich sollte also ein freies WLAN-Angebot selbstverständlich sein und nicht erst im Jahr 2050, wie die CSU es ja gerade in ihrem Bayernplan reingeschrieben hat. Das ist wirklich visionär. Bis WLAN bis 2050. Bis dahin hat sich die Technik so, vermutlich so weiterentwickelt, dass überhaupt niemand mehr weiß, was WLAN irgendwann einmal war. Also von daher, dass die CSU ihrer Zeit hinterherhinkt, ist ja allgemein bekannt. Dass man das dann als visionär verkauft, ist natürlich wirklich ein schlechter Witz. Und ich will noch anmerken, WLAN nutzt natürlich auch nichts, wenn nichts fährt. Im ländlichen Raum, glaube ich, sind Teile dieser Debatte dann eben auch eher ein Luxusproblem. Dennoch, wer online ist, hat viel mehr Möglichkeiten zur intelligenten Nutzung von Mobilitätsangeboten. Und das ist natürlich auch ein Beitrag zur Attraktivitätssteigerung. Und das kann ganz einfach sein. Durch verlässliche Echtzeitinformationen zu Fahrplänen und Störungen auf dem Handy und auf Displays an jeder Haltestelle. Denn noch viel zu oft kommt es vor, dass man irgendwo steht, kein Bus kommt, kein Zug, man weiß nicht, was los ist, man weiß nicht, wie man weiterkommt. Und beim nächsten Mal, wenn man so eine Erfahrung ein paar Mal gemacht hat, fährt man dann vielleicht doch wieder mit dem Auto. Von daher können gerade in diesem Bereich eine ganze Menge Dinge geschaffen werden, die eben wirklich eine Attraktivitätssteigerung für den ÖPNV ist. Das eröffnet auch ganz neue Möglichkeiten der vernetzten Mobilität. Die planbare und verlässliche Erstellung von Reiseketten ist möglich. Man kann also morgens am Frühstückstisch sitzen und dann mit wenigen Fingerstrichen eine abschließbare Fahrradbox oder einen Park-and-Ride-Parkplatz am Bahnhof buchen, einen reservierten Sitzplatz in der Bahn und am Zielbahnhof ein bereitstehendes Leihfahrrad, das Sie dann bis an Ihr Ziel bringt. Und wenn etwas dazwischen kommt, dann klingelt das Handy und gibt sofort eine Alternative. Eine Reisekette als Gesamtservice und das schneller und unkomplizierter als der heutige Fahrscheinautomat, gerade für Pendler, wäre das natürlich ein ganz erheblicher Gewinn. Und deswegen sollte man in diesem Bereich auch positive Entwicklungen unterstützen, meine Damen und Herren. Und das ist jetzt mit den heutigen, das wäre mit den heutigen technischen Mitteln auch alles problemlos machbar. Und im Idealfall hat die gesamte Reisekette dann einen attraktiven und nachvollziehbaren Preis, der unkompliziert abgerechnet wird. Am besten und unkompliziertesten, darüber haben wir heute Morgen geredet, der Nulltarif, wofür wir stark wären. Das hat ja die FDP in ihrem Antrag, haben sie da wieder dieses Entweder-oder-Ding, Ausbau oder Kostenfreiheit aufgemacht, dass es zu entscheiden gäbe. Wir sind eben der Meinung, dass man beides braucht. Uns ist vollkommen klar, dass man den Nulltarif nicht von heute auf morgen umsetzen kann. Selbstverständlich kann man das nicht. Aber ich finde, man sollte den Ausbau des Angebots und die Kostenfreiheit nicht gegeneinander diskutieren, sondern beides kann dazu beitragen, den ÖPNV erheblich attraktiver zu machen. Aber das haben wir heute Morgen diskutiert. Und natürlich wäre der Nulltarif an dieser Stelle etwas, was Busse und Bahnen ganz enorm stärken würde und vielleicht eine ganze Menge Menschen zum Umstieg bewegen würde, die das heute nicht machen, weil sie eben zum Beispiel aus dem Umland nach Frankfurt pendeln, aus dem Vogelsberg, wo man eben einfach auf ein Auto angewiesen ist und nicht darauf verzichten kann, dann überlegt man natürlich nicht, ob man sich noch für 90 € eine Monatskarte in Frankfurt kauft und sein Auto am Stadtrand stehen lässt.
Aber wenn es attraktive Park-and-Ride-Angebote gibt und man zum Nulltarif in die Stadt pendeln könnte, dann könnte man eine ganze Menge Autos aus den Städten eben fernhalten. Ich höre das Schnauben hinter mir. Entschuldigung, dass ich mal wieder versucht habe, über Visionen zu sprechen. Ich habe es als Schnauben verstanden. So, also von daher wäre das ein Punkt, was eben wirklich auch gerade für integrierte Mobilitätskonzepte ganz wichtig wäre. Bis wir diesen Fortschritt irgendwann erreicht haben, eröffnet die Digitalisierung aber Möglichkeiten jenseits des Fahrkartenautomats. Handytickets sind heute schon rege in Nutzung. Mit RMV Smart experimentierte RMV eher schlecht als recht, aber immerhin überhaupt mit neuen Abrechnungssystemen, die manche Ungerechtigkeit im bisherigen Tarifsystem glattbügeln. Aber das eher schwierige E-Ticket, also die Pflicht zu aufladbaren Plastikkarten für Wochen- und Monatskarten, wollen wir vielleicht an dieser Stelle lieber den Mantel des Schweigens breiten. Denn das Entscheidende bei all diesen Angeboten ist doch der Vorteil für die Menschen. Macht das das Angebot attraktiver oder aber macht es das komplizierter? Und das E-Ticket ist ein Beispiel, das von vielen als Verkomplizierung und als Ärgernis wahrgenommen wurde und eben nicht als Verbesserung. Dabei ist das Potenzial wirklich groß. Die Smartphones mit GPS, die praktisch jeder mittlerweile hat, ermöglichen natürlich auch ganz neue Konzepte, die den Komfort drastisch erhöhen können. Im Ballungsraum könnte z.B. die Auslastung einer Bahn oder eines einzelnen Wagens erfasst und andere mitgeteilt werden, um Reisende besser aufzuteilen und mehr Komfort zu ermöglichen. Und auf dem Land sind flexible Bedienkonzepte möglich, wie man z.B. bequem und ohne Zusatzkosten den Halt eines Busses in Wohnortnähe anfordern kann, der vielleicht andernfalls ohne Zeitverlust für die anderen Passagiere am Dorf vorbeifahren würde. Also solche Konzepte könnten ganz neue Möglichkeiten für einen attraktiven und zum Auto konkurrenzfähigen ÖPNV auf dem Land ermöglichen, meine Damen und Herren. Und auch die Open-Data-Ansätze sind bei der Mobilität der Zukunft wichtig. Wenn Fahrplan- und Echtzeitdaten und entsprechende Schnittstellen offen sind, dann können Entwicklerinnen und Entwickler vor allem auch aus der Open-Source-Community, diese für attraktive Software und spannende neue Verknüpfungen zwischen Angeboten nutzen. Klar ist aber, dass das nicht für die Daten der Fahrgäste gelten darf, gerade wenn es um Ortungsdaten geht. Und der Datenschutz, das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen in der bisherigen Debatte, der Datenschutz muss hier immer streng gewährleistet werden, meine Damen und Herren. Es darf keine Speicherung von Bewegungsdaten geben und erst recht keine kommerzielle Nutzung. Und hier sind wir vielleicht auch wieder bei einem Kernunterschied zum Geist des FDP-Antrags. Wir sind der Meinung, dass das alles primär in der öffentlichen Hand geschehen muss. Sie möchten das gerne an Privatunternehmen, an Start-ups abgeben und die unterstützen. Aber wir finden, dass der ÖPNV ohne Wenn und Aber eine staatliche Kernaufgabe bleiben muss, um ein gleichwertiges Angebot an Mobilität für alle sicherzustellen, ob es sich nun an einem Ort rentiert oder nicht, meine Damen und Herren. Und deshalb, wir wollen kein Uber in Hessen oder andere Unternehmen, die praktisch ohne eigene Leistung Geld abschöpfen wollen. Wir wollen die Mobilität der Menschen nicht in der Hand von Google und anderen haben und deren Daten auch nicht. Deswegen wäre es wichtig, solche Systeme eben in der öffentlichen Hand zu entwickeln und deutlich zu machen, der ÖPNV, das ist eine Aufgabe des Staates, und da kann man auch nicht einzelne Bereiche ausgliedern. Bei all diesen Möglichkeiten sollten wir aber nicht die Prioritäten vergessen und klar sagen, das Wichtigste ist ein flächendeckendes, attraktives Angebot auch auf dem Land. Denn eine Haltestelle kann noch so intelligent sein. Wo nur dreimal am Tag ein Bus fährt, nutzt das alles gar nichts. Und intelligente Angebote können einen attraktiven ÖPNV nur ergänzen und nicht ersetzen. Wenn ein intelligenter und attraktiver Rufbus ein Dorf besser anbinden kann als bisher und gleichzeitig spontan nutzbar ist, dann ist das ein Gewinn. Aber das muss alles selbstverständlich Teil des Grundangebots sein und nicht auf freiwilliger Basis als Almosen für Menschen ohne Auto. Und deswegen die am Dienstag hier immer hochgelobten oder gestern war es, glaube ich, hochgelobten Bürgerbusse, das ist eher so etwas wie die Tafeln der Mobilität.
Es ist gut, kommen Sie zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Es ist gut und sehr respektabel, dass es jemand ehrenamtlich macht. Aber es ist eben auch peinlich für das Land Hessen, dass es das überhaupt geben muss. Und deswegen zum Schluss der Antrag von CDU und GRÜNEN. Sie sagen im Wesentlichen, alles ist gut. Und das, was nicht gut ist, liegt halt an den Verkehrsverbünden. Deshalb, wir wollen, dem Antrag können wir natürlich nicht zustimmen. Wir wollen einen starken öffentlichen Nahverkehr, der attraktiv ist. Und wo die Digitalisierung dabei helfen kann, da sollte man das auch schnell zu Nutzen machen. Vielen Dank. Danke, Frau Wissler. Für die Landesregierung spricht Staatsminister Tarek Al-Wazir. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es war kein Schnauben, Frau Kollegin Wissler, sondern ein Seufzen, weil ich gemerkt habe, dass ganz offensichtlich vieles von dem, was wir schon machen, bisher nicht so bekannt ist. Deswegen bin ich der FDP ausdrücklich dankbar für diesen Setzpunkt, weil es mir Gelegenheit gibt, über die Digitalisierung im öffentlichen Personennahverkehr noch einmal ausführlich zu reden. Es scheint nötig zu sein. Zuallererst, ohne Moos nichts los, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es geht um die Frage, wie ist Hessen im öffentlichen Personennahverkehr aufgestellt. Wir haben erstens so viel Geld für die Verkehrsverbünde in Hessen wie noch nie. 800 Millionen € im Jahr, 24% mehr als in der letzten Finanzierungsperiode. Wir haben zweitens in den letzten Jahren in Hessen sehr viel in Gang gebracht, was vorher für undenkbar gehalten wurde und was sehr, sehr innovativ ist. Das ist auch ein Ergebnis des Geldes. Ich nenne einmal als Beispiel das Schülerticket, aber auch das Landesticket, was übrigens nicht kostenlos ist, sondern Ergebnis eines Tarifvertrags. Wenn Sie einmal sehen, dass die Beschäftigten dadurch etwa 0,15% weniger Gehaltserhöhung bekommen haben als beim TDL-Abschluss, dann wissen Sie, dass die auch ihren Teil dazu beigetragen haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben Nachtzüge auf zahlreichen S-Bahn-Linien am Wochenende. Alles das wäre ohne das Geld nicht möglich. So, und jetzt zur Digitalisierung. Weil natürlich gehört zu einem zukunftsfähigen und attraktiven öffentlichen Personennahverkehr auch, dass man die neuen Möglichkeiten nutzt. Auch hier sind wir auf einem guten Weg. Ich rede einmal über die Ticketpreisgestaltung. RMV Smart ist angesprochen worden, dass da inzwischen 30.000 Nutzer im Bereich des RMV über ihr Handy abrechnen, über die App des RMV, und es sogar noch eine Warteliste gibt von Menschen, die dazu wollen, zeigt, dass das sehr erfolgreich ist, weil es wird am Ende ohne die alten Preissprünge beim Überqueren von Stadt- und Kreisgrenzen abgerechnet und entfernungsabhängig. Und es wird am Ende des Tages auch unsere Aufgabe sein, wenn man das dann auswertet und der Verbund zum Ergebnis kommt, das sozusagen in den Regelbetrieb für alle zu öffnen, dass wir an dieser Stelle auch unterstützen. Ich glaube, da haben wir in den nächsten Jahren eine große Chance. Mit der Einführung des Schülertickets Hessen war ein großer Technologiesprung verbunden, den nur kaum jemand wahrgenommen hat. Wir haben nämlich im NVV-Gebiet damit auch das E-Ticketing eingeführt. Ich kann mich noch erinnern, dass gerade die SPD-Landtagsfraktion die im Landeshaushalt befindlichen 1,5 Millionen € zur Einführung des Schülertickets Kampagne und Begleitkosten als Werbekampagne für den Minister tituliert hat. Ich kann Ihnen sagen, was wir damit unter anderem gemacht haben. Wir haben dem NVV die Gelder gegeben, damit das E-Ticketing auch im NVV-Gebiet eingeführt werden kann und die Fahrzeuge die entsprechenden Lesegeräte bekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das heißt, wir haben jetzt ein landesweites E-Ticketing-System, und zwar mit demselben Hintergrund. Das heißt, die Karte, die im RMV-Gebiet funktioniert, funktioniert auch im NVV-Gebiet. Es gibt kein anderes Bundesland, kein anderes Flächenbundesland, das ein solches landesweit einheitliches E-Ticketing-System hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben mit dem E-Ticket damit die Grundlage für so etwas wie eine zentrale Mobilitätskarte in Hessen geschaffen. Es soll den Zugang nicht nur zum öffentlichen Personennahverkehr, sondern auch zu Car- und Bikesharing ermöglichen, ebenso wie den Zugang zu Fahrradparkhäusern. Es gibt Modellprojekte,
Mobilitätsstationen. Sie können sich das beispielsweise in Offenbach am S-Bahn-Ausgang Marktplatz anschauen, wo man mit derselben, ja, weil in Offenbach die Leitstelle Elektromobilität für die Rhein-Main-Region war, und zwar schon bevor ich in Amt kam, lieber Kollege Schäfer-Gümbel. Aber es stimmt, die Offenbacher, die wissen, dass man nicht klagen soll und nicht auf andere warten, sondern einfach tun. Da können sich auch andere ein Beispiel dran nehmen. Also, ich glaube, dass ja, wenn man wenig hat, muss man dafür schnell und kreativ sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, das ist genau die Intermodalität, die ich meine. Wir haben aber auch Chancen der Digitalisierung in der Infrastruktur. Beispiel sind Busvorrangschaltungen, die Signaltechnik, die Stellwerkstechnik. Ich will ein bisschen Zukunftsmusik mal machen, aber das ETCS, was die Bahn gerade einführt, jetzt zuerst eingeführt hat auf der Strecke München-Berlin, sorgt dafür, dass man auf der gleichen Infrastruktur 20% mehr Züge fahren lassen kann. Wenn wir es schaffen würden, dass die Bahn den Knoten Frankfurt, den sie jahrzehntelang vernachlässigt hat, mal als Modellprojekt für eine Einführung der elektronischen Signaltechnik nehmen würde, dann würde uns endlich möglich sein, auf der gleichen Infrastruktur mehr Züge fahren zu lassen. Das hilft dann so lange, bis die neuen Gleise, die wir auch brauchen, fertig sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind jetzt so weit, dass Busse und Bahnen ihre Positionen automatisch und in Echtzeit bei den Betriebszentralen melden und diese dann bei Störungen reagieren können. Von der Kundeninformation bis zur Umleitung oder der Organisation von Ersatzverkehren. Der RMV und seine Tochter RMS sind dabei federführend in Deutschland. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben es noch nicht bei 100% geschafft, aber inzwischen können für den größten Teil der Busse und Bahnen in Hessen Echtzeitinformationen über die aktuelle Fahrt für die Kundinnen und Kunden bereitgestellt werden. Und wir arbeiten daran, dass die Qualität dieser Informationen weiter verbessert und zuverlässiger wird. Und es gibt natürlich auch neue Möglichkeiten zur Unterstützung des ländlichen Raums. Und Herr Kollege Eckert, ich hätte es auch gesagt, wenn Sie jetzt dazwischenrufen könnten. Ich habe mich ein bisschen gewundert über Ihre Darstellung von garantiert mobil im Odenwaldkreis. Weil wenn Sie mal, jetzt machen wir mal Digitalisierung im Echttest, auf www.odenwaldmobil gehen, dann auf garantiert mobil über uns klicken und dann auf die Projektbeschreibung, sind drei Klicks, finden Sie 10 Seiten über garantiert mobil im Odenwald. Und der 11. und letzte Punkt auf der 10. und letzten Seite heißt Dank. Wir danken an dieser Stelle allen unseren Projektpartnern, die in unermüdlicher Kleinarbeit und großer Geduld zur Umsetzung von garantiert mobil und hoffentlich auch zu dessen Erfolg beigetragen haben. Wir danken dem Land Hessen für die finanzielle Unterstützung, ohne die wir das Buchungsportal nicht hätten realisieren können. Vielen Dank, Herr Eckert. Vielleicht sollten Sie noch einmal mit denen reden und überlegen, wer das Ganze eigentlich gemeinsam vorangebracht hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir können dann auch einmal gemeinsam das Fachzentrum Mobilität im ländlichen Raum besuchen, was wir gegründet haben und was im Holm angesiedelt ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, und jetzt. Jetzt zu WLAN im öffentlichen Personennahverkehr. Ausdrücklich, ich unterstütze die Aktivitäten von Verkehrsverbünden in Hessen zur Einführung von WLAN-Angeboten. Im Bereich des RMV wird mit den neuen Fahrkartenautomaten, die momentan überall aufgestellt werden, bis Ende 2018 auf allen Bahnstationen WLAN angeboten, weil die Fahrkartenautomaten in Zukunft nicht nur Fahrkarten ausgeben von RMV und Deutscher Bahn, also nicht mehr zwei verschiedene, sondern einer, sondern in Zukunft auch genau WLAN-Sendestationen für offenes WLAN sind. Im NVV wird die Einführung in den Regionalbussen durch einen Modellversuch auf den Linien 100 und 500 erprobt, im RMV in der Schnellbuslinie X17, darüber hinaus auf Bahnlinien in Südhessen. Mein Neckar-Ried-Express hat neue Fahrzeuge, die gerade kommen, auf der Main-Neckar-Bahn, auf der Riedbahn seit Dezember 2017. Aber da sehen Sie schon die Priorität. Wir haben da Kinderkrankheiten, weil DB Regio die Züge nicht ordentlich fahren lässt. Und mit Verlaub, die haben zwar jetzt alle WLAN, aber wenn sie stehen, ist auch niemand geholfen. Also zuerst einmal müssen sie fahren.
fahren. Und danach müssen wir für den Komfort noch zusätzlich in Anführungszeichen dafür sorgen, dass das WLAN kommt. Und ich will Ihnen ausdrücklich sagen, es wäre schön, ja, es wäre schön, wenn es in mehr Bussen und Bahnen WLAN gäbe. Trotzdem, es ist gut, dass die Verkehrsverbünde so differenziert vorgehen, weil natürlich kostet die Bereitstellung von WLAN eine Menge Geld. Allein für den Bereich des RMV ist bei einer Vollausstattung der regionalen Busse und Bahnen mit Investitionskosten von 25 Millionen € und jährlichen Betriebskosten von 12 Millionen € zu rechnen. Wenn man die Technik dann realistisch abschreibt, das haben Sie ja selbst gesagt, das geht ja relativ schnell, sind wir also bei Kosten von 20 Millionen € pro Jahr. Das sind umgerechnet 6 Millionen Buskilometer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dazu noch die Kosten für die lokalen Verkehre, für Busse, Straßen und U-Bahnen in den Städten, die noch nicht ermittelt sind, jedoch vermutlich auf einem ähnlichen Niveau liegen würden. Und deswegen ist die Prioritätensetzung, komme zum Schluss. Deswegen ist die Prioritätensetzung richtig. Erstens Nutzung der Digitalisierung für die Verbesserung der Pünktlichkeit, der Beschleunigung des ÖPNV und der Ausweitung des Angebots. Zweitens Verbesserung der Information für die Kundinnen und Kunden, insbesondere zum Betrieb und bei Störungen. Drittens Verbesserung der verkehrsmittelübergreifenden Angebote, Vereinfachung des Zugangs zum ÖPNV. Viertens WLAN-Angebote, wo diese kostengünstig umzusetzen sind, wie beispielsweise an den Fahrkartenautomaten bzw. den Stationen. Und dann der weitere Ausbau. Vielen Dank. Danke, Herr Minister Al-Wazir. Wir sind am Ende der Debatte angelangt. Nach meinen Informationen sollen beide Anträge zur weiteren Beratung in den Ausschuss. Dann machen wir das so.